Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zur Nintendo Direct Live Reaction vom 9.02.2022. Wundert euch nicht, ich nehme das mal wieder früh morgens auf und sehe dementsprechend super aus, weil ich um 23 Uhr, wann das war, nicht live reacten kann. Ich hab's geschafft, großteils unspoilert zu bleiben, nur als ich gerade die Audio testen wollte, habe ich den ersten Reveal schon mal gesehen. Auch weil die diesmal das tatsächlich in Kapitel eingeteilt haben und deswegen die Namen der Reveals dastehen. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob ich das so gut finden soll, aber es ist so. Dementsprechend den ersten Reveal kenne ich, der juckt mich aber auch nicht sonderlich, auch wenn es vielleicht Leute gibt, die das sehr freut. Aber gut, reden wir mal ganz kurz drüber, was erwarte ich von der Direct? Splatoon News, das soll ja eigentlich relativ früh dieses Jahr rauskommen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Da brauchen wir mal ein Release-Date. Vielleicht nochmal ein bisschen was zu Kirby und ich sag's ganz ehrlich, wenn wir Glück haben, kommen vielleicht Mario Party Superstar DLCs und ansonsten erwarte ich nichts. Dementsprechend mit recht niedrigen Erwartungen gehe ich rein. Mario Kart 9 wurde relativ viel debattiert. Ich sehe es ehrlich gesagt nicht, weil Mario Kart 8 sich immer noch zu gut verkauft und es ehrlich gesagt einfach keinen Sinn machen würde aus Entwicklersicht. PEGI 18. Aber ja, gucken wir mal, was wirklich vorkommt. Und ja, die Webcam immer noch die hässliche. Ich hatte ja in einem anderen Video in der letzten Folge Pokéfusions eine schönere. Das Problem an der ist, dass die komplett leckt, sobald mein Rechner mehr als 1% Leistung braucht, was halt bei Paint 3D der Fall war. Deswegen kann ich die nirgends anders nutzen und das sieht ja fast aus wie ein Smash-DLC-Trailer. Nicht weil es Smash ist, sondern weil es Fire Emblem ist. Ja. Ist jetzt keine Reihe, die mir viel sagt. Moin, der Ton. Also, Definitionssache. Natürlich kenne ich die Reihe, ne? Natürlich habe ich mich auch wie jeder Smash-Spieler schon oft drüber aufgeregt. Und das sieht für mich aus wie ein Spiel, das direkt von Free... Das ist einfach Hyrule Warriors, aber im Fire Emblem Three Houses Setting. Ja, gut. Ja. Ich verstehe, was das ist. Ich brauch's halt nicht. Gibt bestimmt Leute, die sich drüber freuen, auch wenn ich's langsam ein bisschen seltsam finde, dass wirklich die Reihen gefühlt alle solche Warriors-Games bekommen. Das ist die einzige Reihe, bei der ich so ein Spiel tatsächlich spielen würde, wäre Pokémon, weil ich da halt einfach ein harter Freak bin und mir das sehr lustig vorstellen kann. Ich meine, imagine Pokémon Warriors über diesen oft drüber geredeten und Theorien gibt's da viele drüber, über diesen riesigen Pokémon-Krieg, den es irgendwann mal gegeben haben soll. Das wäre doch zu geil. Aber ja, das Video laggt teilweise kurz bisschen, das liegt nicht an euch. Außerdem weiß ich nicht, wie gut heute alles wirklich funktioniert, weil das mein erster Versuch ist, nicht mit meinem eigentlichen Aufnahmeprogramm Bandicam aufzunehmen. Stattdessen probiere ich mich heute mal im Klassiker OBS, was halt für meine Capture-Card die neue nötig ist. Deswegen, ja, spielt in derselben Welt wie Free Houses. Und jetzt der erste Schwung an News. Jetzt wird wahrscheinlich wieder ein Haufen Zeug kommen, der mich weniger interessiert. Dann zwischendrin eine Ankündigung. Ich call das jetzt so. Jetzt kommt erstmal eine Reihe von Zeug, was mich halt weniger interessiert. Ich meine, so ein Zeug, ja, wem es gefällt, nicht mein Fall. Dann wird relativ gegen Mitte Mario Party Superstar DLC angekündigt. Weiter gegen Ende wird nochmal kurz über Splatoon geredet. Kirby mit einem Release-Date. Kirby kommt gar nicht. Und am Ende kommt ein großer Reveal, der irgendwas mit Mario zu tun hat. In meinen Augen ist ein 3D-Mario wahrscheinlicher als Mario Kart 9, aber ich kann es auch nicht ganz ausschließen. Ja.
flex your strategic muscles outside of both campaigns with additional modes. Go for high scores in the war room. Also, hier kann ich halt nicht viel zu sagen. Or battle friends and frenemies in local and online multiplayer. Irgendwie sieht das für mich wie so ein Spiel aus, was ich niemals gegen Online-Randoms spielen wollen würde. Weil, keine Ahnung. Kann sein, dass die Smash-Community mich da ein bisschen beeinflusst, die doch sehr toxisch ist. Aber gerade so ein Game, was ja gefühlt Stunden dauert. Was, Digga? Es ist ja noch so richtig taktisch. Anscheinend kann man seine Züge resetten. Da gibt's doch. Das dauert doch so ewig und am Ende Rage quitte dann irgendein Keck oder sowas. Ja, No Man's Sky habe ich schon gehört, jetzt nie gespielt. Sieht ganz cool aus. Kann ich definitiv nichts gegen sagen. Ich bild mir auch ein, dass so gerade die ersten zwei Teile relativ beliebt. Nee, No Man. Warte, gibt's. Gibt's mehrere. Nee, ich glaube, ich verwechsel das gerade ein bisschen mit Half-Life, an das ich denke, aber No Man's Sky weiß ich gerade gar nicht so wirklich. Es sieht hier ganz cool aus. Ich weiß, es ist immer schön, wenn ich über solche Dinge rede, weil ich keine Ahnung von denen habe. Ja. Sieht aus, als wäre es wirklich vor allem darauf basiert, über verschiedene Planeten zu reisen und ein Sonnensystem zu erkunden in die Richtung. Nein! Mario Fußball? Nein! Oh mein Gott, was? Das machen sie nicht. Okay. Vor allem... Alpharet hat auf Twitter kommentiert, was ist euer unwahrscheinlichster Call, den ihr tatsächlich wollt? Ich habe Mario Fußball geschrieben. Sie bringen Mario Fußball Switch. Das ist so ein endloser Hype. Ich meine, manche von euch haben vielleicht gesehen, ich habe Mario Fußball auf der Wii Let's Played. Und es war eines der geilsten Projekte. Das Spiel ist so unglaublich cool. Und sie bringen Nachfolger. Oh mein Gott, ich liebe es. Es scheint, als müsste man diese Bälle nicht mehr so aufladen, womit ich eigentlich kein Problem habe. Und man hat nicht einen Teamkapitän und dann drei gleiche oder auf jeden Fall irgendwas anderes. Oh mein Gott, das ist unglaublicher Hype. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Aber das Game gönne ich mir auf jeden Fall. Oh mein Gott, es gibt Ausrüstung. Oh nein. Das brauche ich jetzt ehrlich gesagt nicht so sehr, auch wenn die Kostüme geil aussehen. Ja, Hyperschuss. Ist der gleich wie auf der Wii? Okay, auf jeden Fall nicht in der Form. Ja, das ist dasselbe. Und diese Animation ist ja unglaublich geil. Okay, und es funktioniert von diesem Prinzip her ein bisschen anders. Das ist ja eine richtig geile Manga-Animation im Prinzip. Oh mein Gott, wie geil. Es ist so unglaublich Hype und Epo. Boah. Ich habe echt nicht damit gerechnet, so fucking schnell. Es gibt fucking Clans in Mario Fußball Switch. Das will ich kurz anmerken. Das ist ein Satz, den ich nicht erwartet hätte, jemals zu sagen. Es gibt Clans in Mario Fußball Switch. Das ist definitiv der erste richtige Hype-Reveal. Ich hätte nicht damit gerechnet. Ich meine, ich werde jetzt nicht versuchen, in dem Game richtig krass competitive abzugehen. Das sage ich jetzt schon, aber ich werde es definitiv gönnen. Ich werde meinen Spaß damit haben, da bin ich mir sicher. Es sieht geil aus. Ich hab Bock. Im Juni. Sehr geil. Ah ja, falls ich es nicht erwähnt habe, es geht hauptsächlich um Spiele ersten Halbjahres 2022. Unglaublich geil!
Ich habe nicht damit gerechnet, aber ich fühle es so sehr. Mario Fußball ist zurück. Kommt jetzt Splatoon? Oder ich kann es mir vorstellen. Das sieht sehr Splatoonig aus in meinen Augen. Dieser Stil halt. Das ist doch auch so ein... Ist das nicht wie... Ja, ja. Splatoon News, ich hab's gecallt. Auch wenn ich dachte, die kommen eher gegen Ende. Ist das Salmon Rush? Ja, Salmon Rush gibt's anscheinend auch in Splatoon 3 ist damit revealed. Ich bild mir ein, es gibt durchaus Leute, die den Modus cool fanden. Ich hab halt nicht wirklich was mit dem Game zu tun, deswegen kann ich's nicht wirklich bewerten. Eine Bohrinsel. Achtung Leute, die Amerikaner kommen. Der Mobilisk. Ja, neuer Boss. Interesting, interesting. Ja, also ich fühl's, dass sie das machen. Auch wenn ich jetzt persönlich natürlich der Sturmreifer nicht so wirklich viel damit zu tun hab. Es sieht nach einem interessanten Gegner aus. Jetzt kommt noch ein Boss, oder? Eierwur. Ah, nee. Das ist kein Boss, sondern man kann sich die Dinger, die man sammeln muss, anscheinend jetzt zuwerfen. Okay. Wie gesagt, alles nicht so mein Metier. Bin kein wirklicher Splatoon-Spieler. Teil 1 habe ich mal Let's Played, wie manche vielleicht wissen, aber... Ja, kann man definitiv machen. Persönlich bin ich zwar mehr gehypt auf Mario Fußball, aber... Ehrlich gesagt habe ich schon fast die Befürchtung, dass Mario... Also, was heißt Befürchtung? Ich glaube wirklich, dass Mario Fußball mein most hyped Game wird, diese Präsentation. Und das sieht aus wie ein ganz neuer Boss. Ja, Salmon Run in Splatoon 3. Wie ich bereits am Anfang des Trailers sagte. Aber kein Reveal-Datum. Release-Datum. Uiuiuiuiui. Im Sommer, okay. Anscheinend haben sie es ein bisschen delayed. Zumindest bilde ich mir halt ein, dass es Anfang, recht genau vor einem Jahr, als Splatoon 3 angekündigt wurde, hieß, dass es halt früh 2022 kommt. Vielleicht erinnere ich mich auch einfach falsch dann, my bad. Boah, aber das war ein cooler Beginn. Definitiv stabil. Wenn sie jetzt noch ein geiles Ending machen... Eine Sache, die auch viele hoffen, ist Breath of the Wild 2 ein Release-Datum. Damit rechne ich definitiv nicht. Es wird ja sehr sicher im E3-Zeitraum noch eine Direct geben, kurz nach Ende der ersten Jahreshälfte oder so. Ich gehe davon aus, dass sie da über Breath of the Wild 2 reden. Kirby, glaube ich halt, werden sie uns nichts mehr sagen vor Release. Das Game kommt in fast ein bisschen mehr als einem Monat. Dementsprechend so ein Zeug erwarte ich nicht. Ich hoffe, dass vielleicht der End-Reveal was ganz Cooles wird. Letztes Mal war es auf jeden Fall ja ein lang erwartetes Spiel. Auch wenn es für mich jetzt halt nichts war. Der eine Charakter hieß gerade Karen, perfekt. Ich sag mal, ich meine, vielleicht mache ich mich mit der Aussage ein bisschen unbeliebt, aber Worst-Case-Szenario für mich, einfach weil die Reihe mich passt. Oh mein Gott. Wirklich. Hoffentlich nicht, weil ich kein Mario Kart will, aber hoffentlich einfach, weil das funny as fuck wäre. Ist das deren Ansage von wegen, ihr wollt Mario Kart 9, kriegt ihr aber nicht. Sekunde. So, was die Kapitelanzeige ja ein bisschen spoilert. Es gibt wahrscheinlich noch zwei größere Ankündigungen. Zumindest gibt es zwei längere Sachen. Es kann natürlich auch sein, dass sie über irgendeinen random Scheiß, der niemanden interessiert, wieder ewig reden, aber... Ja.
Disney Kart. Leute, ihr wolltet Mario Kart mit anderen Nintendo-Charakteren? Fuck it, ihr kriegt Disney Kart. Wow. Ja, das ist wahrscheinlich das, was mich am wenigsten interessiert. Ja. Und ich habe vergessen, wo ich gerade beim Reden... Ah ja, viele würden es feiern, aber für mich wäre Worst Case wahrscheinlich ein Metroid-Game am Ende angekündigt. So ein Prime, eine Prime-Collection, sowas. Weil mich das halt einfach nicht interessiert, so wirklich. Natürlich, ich sehe ein, dass es ein angemessener Reveal wäre. Ich verstehe auch, warum viele sich freuen würden. Für mich wäre es halt nix. Und ja, apropos für mich nix, yay, Star Wars. Dieses Spiel aber auch Star Wars im Allgemeinen. Assassin's Creed kommt eine Collection auf die Switch. Aha. Ich meine, ist bestimmt ganz cool, auch wenn da halt wieder ein bisschen die Switch was gegen haben wird, sag ich mal. Optimized on-screen display. Assassin's Creed The Ezio Collection launches on Nintendo Switch February 17th. Ja. Pilot mobile suits in dynamic action RPG battles. Das sieht aus wie Legos Crusader. Nee, es ist Transformer. Ich weiß, ich trigger gerade alle mit diesen Fragen, aber es sieht für mich einfach aus wie Transformers Lego Edition. Was soll ich halt sagen? RPG-Klassiker, also vermutlich nichts, was ich spiele, aber... Okay, habe ich ehrlich gesagt noch nie von gehört. Und es ist ein Remaster, ja. Es ist ein bisschen seltsamer Artstyle, finde ich. Das hat wirklich so gewirkt wie 2D, aber man kann zwischen Vorder- und Hintergrund laufen, so ein Zeug. Ja. Ist halt ein RPG, was ich nicht gespielt habe, kann ich nicht viel zu sagen. Man kann Enemy Encounters deaktivieren. Okay. Ich meine persönlich, ich sehe es so, ich würde es nie machen, aber Leuten Optionen geben, die man nicht nehmen muss, ist nie was Schlechtes, sehe ich zumindest so. Ich meine, ich würde mal denken, dass die meisten da sagen, nee, eine Option, mit der man keine Gegner hat. Gerade dauerhaft, mach mal. Oh, sie sagen doch noch was zu Kirby. Dann ist das eine zweite größere. Wow. Die klassisch bösartigen Kirby-Gegner. Ja. Warte. Nein. Bitte! Ich hasse es. Ich hasse es mit Leib und Seele. Ich hasse, wie er dieses Auto... Ich meine, auf das Spiel bin ich auch hyped und werde ich definitiv zocken, aber was sollte dieses Auto? Aber das wird ein Spiel, bin ich sehr optimistisch. Der Vollstopfmodus. Ich hasse es. Ich hasse... Oh nein, ey, das ist ein Job. Warum? Was habt ihr für Drogen genommen? Der arme Kirby, Digga. So dehnbar kann der doch nicht sein.
Ich hasse es! Ich hasse es auf die beste Art und Weise! Oh mein Gott, es ist Fick Kirby! As Kirby rescues Waddle Dees, Waddle Dee Town will continue to grow and more resources will become available. Ah, warum muss man... Ich meine, ich sehe, wenn man das fühlt, aber ehrlich gesagt brauche ich wirklich nicht, dass man sowas in jedes Game einbaut. Muss man überall seine Abilities hochleveln können? Ich würde halt gern mal wieder einfach was Klassischeres sehen. Wo man eben... Irgendein Spiel, wo man nicht seine Abilities hochleveln kann. Ach du meine Fresse! Okay. Was bist denn du? Warum ist die der Boss? Oh mein Gott, diese Gegend sah gerade geil aus bei dem vorletzten Shot. Ja, das sah schon echt cool aus wieder. Ich hasse euch wirklich für diesen Vollstopfmodus. Ja, jetzt kommen noch ein paar weitere Dinge und dann wahrscheinlich nur noch ein großer End-Reveal, aber... Oh. Yay. That's right, Ohtani-san. MLB The Show is coming to Nintendo Switch. That means you can play modes like Road to the Show and Diamond Dynasty on your Nintendo Switch. But that's not all. Merkt man, dass mich das nicht interessiert? Ich denke, man merkt das. Ja, krass. Ja. What the fuck bist du? Oh, mal wieder Spielesammlungen. Och du meine Fresse. Ach du meine Fresse. Ah, Cloud Games. Alongside Sora, Donald, Goofy, and more for the first time in TV, tabletop, ja. Or handheld mode. Auch so eine Reihe, die mich halt nicht wirklich interessiert. Ich glaube, dass das kommt, war schon bekannt. Kurz nach der Präsentation. Aha. Sagt mir jetzt nichts. Ist anscheinend ein weiterer Plattformer so in die... Okay, so ein 2,5D Jump'n'Run, wie es in letzter Zeit nicht so selten ist. Ja, okay, ich meine, das ist halt ein altes Spiel offensichtlich dementsprechend. Und inklusive Nachfolger. Das waren dann die Sammlungen. Aha! Ich meine, Portal kennt man ja wohl. Portal Gun is your key to surviving imprisonment in a mysterious lab. Create portals and warp to other areas to find cake? Still unconfirmed. You can pass. Aber ich dachte, the cake is a lie. Ich hab grad Portal gespoilert, bin ich jetzt krass. The sequel adds in local, online, and split-screen multiplayer modes. And aha. Neither is the sentient robot monitoring your every move when Portal Companion Collection warps onto Begleiter-Kollektion. Der Name ist das Schlimmste. A classic comes alive. Was ist das? Irgendwoher sagt mir das was vom Aussehen her, aber...
Aha. Okay. Ich meine, der Name sagt mir irgendwo was. Vom Stil her erinnert es mich an Octopath. Okay, das ist nur in Japan veröffentlicht. Ah. Ah, ich glaube... Ah, doch, warte. Ich habe mal ein Video dazu gesehen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch die Creepy Bad Endings Serie kennt von Who Is This Kid. Der hat da mal ein Video drüber gemacht, das ich gesehen habe. Daher kenne ich das. Ja, das... Ach, das war recht interessant vom Video her, gerade gegen Ende. Ja. Live Alive launches on Nintendo Switch July 22nd. Kann man machen. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Jo. Okay. Was war? Was? Nintendo Switch Sports が登場します。こちらをご覧ください。Was? Here are the sports included in Nintendo Switch Sports. You might recognize. Ich glaube, sie haben sich in dieser Präsentation gedacht, wie wäre es? Wir nehmen mal die Spiele, bei denen die Leute am wenigsten einen Sequel erwarten und machen das. Wir haben fucking Mario Fußball Switch und Wii Sports 2. Ich meine, ich klinge jetzt wahrscheinlich so, als fände ich das scheiße. Es ist fucking cool, aber what? Es ist halt verwirrend. Es ist so verwirrend. Was? Warum bringen sie Wii Sports? Aha. Das brauche ich jetzt nicht, aber Badminton ist in echt ein sehr cooler Sport, ja, in so einem Game. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass das nicht viel mehr wird als eine andere Version vom Tennis. Das ist wieder so ein Reveal, ähnlich wie Piranha-Pflanze für Smash. Der Hauptfaktor gerade ist, dass ich nicht verstehe, wie zum Fick man da drauf kommt. Was ist das? Warum? Was? Ich hasse es und liebe. Irgendwie ist diese Präsentation heute Crack. Mario Fußball Switch, Wii Sports 2, Kirby wird fucking fick. Ja, okay. Dann ist das jetzt noch ein größerer Reveal. Dann kommen noch ein paar kleinere Sachen und noch eine große. Ja, da muss ich aber sagen, wenn ich raten müsste jetzt, würde ich sagen, dass der Endreveal mich nicht groß juckt, weil es um Metroid gehen wird. Ja. Die spielen jetzt fucking Volleyball. Und sie haben sich einen Live-Kommentatoren angeschafft. Das ist mein einziger freaking Gedanke über diese Direct bisher. Ja, los, meine Leute. Ihr schafft das. Es ist Hype, ich will E-Sports da drin sehen. Ich hoffe, man merkt, dass ich fucking ironisch bin. Es ist...
also sowas ist für mich eigentlich klassisch Nintendo aus dem irgendwie Early 2010s, so 2013 kenne ich sowas her. Natürlich mit schlechterer technischer Präsentation, aber what the fuck? Die hocken sich hin und spielen Wii Sports 2 Volleyball. Und ich weiß, dass das Game Nintendo Switch Sports heißt. Für mich ist es Wii Sports 2. Ich diskutiere da nicht. Warum? Ein Update im Sommer. Wow. Golf wollen sie auch zurückbringen im Herbst. Okay, das ist sehr gut. Ich dachte, der sagt jetzt, damit alle viel Spaß haben, kauft euch LAN. Ich hatte kurz Angst, dass er jetzt wirklich den macht. Ja, das ist doch eigentlich eine ganz gute Idee, wenn sie dann tatsächlich Zeug optimieren daraus. Ja, ehrlich, braucht man da mehr zu wissen? Es ist Wii Sports 2. So, weiterer, bisschen kleiner. Das Spiel hat neulich Lord Ecke, wenn ihr ihn noch kennt, einen Screenshot von gesendet, einfach nur, weil er da Megalovania gefunden hat. Ja, Rhythmus-Game, halt. Ich bin nicht gut in Rhythmus-Game. Der Typ da links sieht aus wie Ness links. Oh, what the fuck sind diese Hunde? Was ist dieses... Ich tötet es. Gute Musik, aber ich wusste auch, dass das Design, ja, sehr japanisch ist, sage ich mal neutral. Aber what the fuck ist das, was hier teilweise abgeht? Das mit den Hunden war aber das Schlimmste. Ja, kann man machen, wenn es einem gefällt. Was? Okay, das fühle ich jetzt irgendwie nicht so viel sehr. Neues zu diesen Games. Ah ja, das war ja auch noch ein Spiel, das mich nicht unbedingt juckt. Sie haben gerade ein fucking Wii Sports Sequel angekündigt. Ich meine, ja, es gab Wii Sports Resort, also im Prinzip hatte Wii Sports ein Sequel, wenn man es so sehen will, aber ein richtiges Wii Sports Sequel auf einer neuen Konsole. Ah ja, ich wusste gar nicht, ob da schon ein Release-Date für bekannt ist, aber jetzt auf jeden Fall. Ja, Cuphead DLC. The clever Miss Chalice is a new playable character. Take down fearsome foes with her double jumps, rolling dodges and more. Es wirkt ein bisschen wie Easy Mode, not gonna lie. Und mit Easy meine ich nur im Vergleich zu den anderen, es wird immer noch scheiße schwer sein. Okay. Ja! Getting hit even once causes a game over in the brutal Dread Mode difficulty. Can you face this new challenge? Sie wollen einfach Abhängigen noch so einen. Ja. Das erste Update. Das heißt wohl, es wird. Genau, zwei geben. Boss ansturm, einen Boss Rush.
Gibt's den dann auch im Dread-Modus? Something's bound for Nintendo Switch. Oh! Ja, ich glaube, ein Entwickler davon hat irgendwas gepostet vor der Direct, weshalb manche Leute gedacht haben, dass vielleicht endlich Mother 3 kommt. Ha! Earthbound für Switch, ja? Ich denke mal halt beim Online-Paket dabei. Dieses fucking Viech sieht so derpy aus. Ja, Earthbound kennt man, denke ich. Entdeckt die Anfänge. Was? Stimmt, ist Earthbound... Earthbound ist nicht das erste Mother-Game, stimmt's? Dann ist das wohl das erste. Oder irgendwie, hä? Okay, ich wusste nicht, dass sowas wie Earthbound Beginnings existiert. Ja? Ich hab Schlimmeres erwartet, wenn es um Online geht. Ja. Das ist halt wieder so ein Ding. Muss man wahrscheinlich mögen. Es ist jetzt anscheinend einfach eine Anreihung an Ankündigungen. Der Artstyle erinnert mich an Okami, das fühle ich. Hallo, ich will scrollen, danke. Das erinnert mich fast zu sehr an Okami. Ich meine, ja, das ist ein klassischer, japanisches Mythenwesen, aber dieser Artstyle und dazu fucking Ninetales, was in Okami ja ein Boss war, für die, die es nicht wissen. Wild. Das sieht gefühlt echt aus wie ein Okami Jump'n'Run, das eine Ding, ja, und das, nicht mein Fall unbedingt. Was? Soll das sein? Ja. Kann man machen. Warum ist da eine fucking Quietscheente in der Suppe? So, letzter Reveal jetzt. Wie war es? Hier habe ich eine Erinnerung. Seit 2017. Was? Sie kündigen nicht wirklich Mario Kart 9 an. Wie bitte? Ich hab's ja so gecallt! Mario Kart 8 ist einfach... verkauft sich zu gut, um tot zu sein! Mario Kart 8 Deluxe DLC, was? Ah, da sind auch Mario Kart Tourstrecken dabei, oder? Hey, ja, davon ist auf jeden Fall manches. Auch das Mario Kart Tour. Die Quali hat sich runtergeschaltet. Hey, DLC Courses will be coming to Mario Kart 8 Deluxe. Was? Ich hasse euch! Is the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course. Ich hasse es. You may recognize some courses ja? From past Mario Kart games. Was heißt einige? 8 courses will be released at a time over 6 weeks. Bitte? Additional courses we plan on releasing Leute! Leute, das heißt bis Ende nächsten Jahres ist Mario Kart 9 unmöglich.
Es ist irgendwo traurig, aber ich lache nur noch. Ja, gute alte Strecken. Hallo? And Tokyo Blur will be included in the first wave. Sechs Wellen mit je acht Strecken. Ich glaub's nicht. Das ist jetzt doch nicht der letzte Reveal, oder? Also 24 für alle zusammen, hoffe ich mal, ne? You can enjoy this DLC at no additional cost with a Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack membership. Aha, dieses Erweiterungspaket beinhaltet das also. Ich hasse es so sehr, es ist so ironisch, aber auch irgendwie so funny, ja. Metroid, so, das war's dann mit Mario Kart 9 für den übern Jahr. Das ist nicht Metroid. Fighting in order to live. Das sieht irgendwie ehrlich gesagt nicht wie was aus, was man als letzten Reveal machen würde. Warte. Das ist Xenoblade. Ionios. Als ob sie Xenoblade 3 schon bringe. Irgendwie kommt es mir vor, als wäre der zweite Teil gar nicht so lang her. Das ist Xenoblade. Als ob. Ich meine, ehrlich gesagt, interessiert mich das nicht. Das interessiert mich noch weniger als Metroid es würde, aber... Okay. Ich hab wirklich nicht erwartet, dass sie Xenoblade ankündigen. Ja, damit war mein Reveal tatsächlich Mario. Mario Fußball halt. Bestimmt nicht Mario Kart 8, was war das? Ich hasse es. Ja. Ich meine, wieder nicht so mein Fall. Ich glaube, dass viele diese Direct hassen werden dafür, dass sie Mario Kart 9 für ewig deconfirmed hat. Ich habe noch gecallt. Ja, Xenoblade Chronicles 3. Ich hab ja noch gesagt, Mario Kart 8 Deluxe verkauft sich noch zu gut. Was machen sie? DLC! Ah, Nintendo ist manchmal schon ein Haufen Scheiße. Ja, und das ist auch das Ende. Es ist das Ende der Präsentation. Mich triggert es, wenn sie sagen, diese Nintendo Direct. Ja, es heißt doch eindeutig die Nintendo Direct und nicht der Nintendo Direct. Okay, okay, okay. Jetzt nochmal kurz eine Zusammenfassung. Fire Emblem Warriors. Gibt's bestimmt Leute, die sich freuen. Ich brauch's nicht. Mario Fußball Switch. Unglaublicher Hype. Habe ich niemals erwartet. Splatoon 3 News. Freuen bestimmt auch einige. Was gab's dann noch? Kirbys Vollstopfmodus ist unglaublich cursed. Ich möchte, dass es stirbt, aber auf die beste Weise. Mario Kart 8 Deluxe DLC. Ich hab da keine Worte. Das ist irgendwie echt unglaublich frech in meinen Augen. Ja. Und Xenoblade Chronicles 3 halt absolut keine Reihe, die mich interessiert. Also war's das dann mit dieser Nintendo Switch Direct Live Reaction. Es heißt nicht Nintendo Switch Direct, aber es gibt nur Switch im Moment. Also, wenn's euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Bis dann und tschö mit Ö.